Herzlich willkommen nach hier, meine Freunde. Wir führen das Let's Play hier weiter. Und der Yannick ist auch immer wieder hier dabei. Ja, klar. Ja, und das ist jetzt Part 3 schon. Und ja, wir sind anscheinend gerade im Zug. Aufwachen. Aiden, hör auf damit. Nein, das will ich nicht. Das ist meine Sache. Das sind deine Sachen, ne? Es reicht ein. Warte, du musst vielleicht irgendwas hier machen. Sag mal, jetzt reicht aber auch mal. Das ist meine Seite. Ja. Warum ärgern wir noch ein bisschen weiter? Krass, ne? Oh, der arme Mann. Willst du trinken hier? Was haben wir denn hier noch? Müsste auch irgendwas Vernünftiges noch geben. Nein, ich hör mal auf. Oder? Ich muss ja weiter. Du musst auch irgendwas Sinnvolles hier machen. Muss ich nicht. Guck. Da war jetzt nichts Sinnvolles bei, oder? Doch, du hast dem einen Mann Trinkfleisch abgeworfen. Oh, Läppsch, Alter. Ah, ich bin dran. Wieder? Sieht nicht aus, als ob ich jemals wieder ab. Ob du hier rausgehen kannst? Ich muss dich aufhängen. Also ja, ich muss dich aufhängen. Guck. Haha. Aiden. Mann, ich hab doch gesagt. Mist. Abend. Rotin, Ma'am, zurück auf den Platz, bitte. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Lauf weiter. Ich laufe, das kommt schon, da geht's nicht. Läuft bei dir. Alles nur, ich gehe doch jetzt. Hey, was soll das? Ja, spring auf, einfach aus dem Zug. Spreng das Fenster. Los. Ja doch. Und bam! Ich bin jetzt auf dem offenen Zug rausspringen worden. Auf den Zug. So doof. Was ist los mit dir? Komm, dann geh ich mal auf Klo, echt mal. Ganz gemütlich. Nicht so, hab ich doch.
Ja, was der Hund jetzt so. Was hätte die sehen sollen? Leer ab. Ich heb ab. Ich heb ab. Ich heb ab. Aber. Alter, Spam. Ihr kriegt mich nie. Du kriegst mich nicht. Komm her, komm, was willst du? Bitte, tritt hier runter. Los. Was willst du, Junge, Alter? Der ist fast verkackt. Willst du den schon wieder? Ja, da war schon wieder einer. Je nachdem, wenn du das Spiel zum Beispiel neu schaffst, also alles schaffst, dann spielt das Spiel sich wieder richtig an. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt aufhören würdest, einfach nichts zu machen, dann würden die dich kriegen, ne? Dann schreibt sich ja die Story neu. Aber jetzt, wenn du zum Beispiel es schaffst, abfolgst, ist es ja wieder eine andere Story. Das heißt, kannst du nicht spielen. Jedes Mal, wenn du es jedes Mal neu spielst, verändert sich die Story. Das ist halt das Geile. Ich sag's mal, am Erfinder. Multitasking-Tasten. Du, ne? Weil du so viele brauchst, ne? Läuft mit dir, Luca. Die erste Kombo. Ohne Feder. Komm! Weg. Junge, hoch! So, das war hoch. Bitteschön. Das geht nicht, ne? Pixels. Kann die Junge nicht schneller laufen? Jetzt müssen wir durch den Wald. Ja, ich ja. Weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Ach so, Helikopter? Ist klar! Ist ja normal. Fuck! Jetzt musst du laufen, Luca. Lass das Blatt runter. Boah, so Glück. Hoch. Unsere PS3 gibt ganz halt so, ne? Die ist ganz beschäftigt. Hey, Luca, läuft bei dir. Der läuft nicht automatisch. Ich weiß, ich glaube. Nicht da lang. Wieso? Weil da doch welche sind. Okay, ich wollte nur mich mit. Echt? Ich geh jetzt hier hoch. Ich wollte mich nur ein bisschen mit anfreunden. Mit wem denn? Ja, mit den Freunden. Mit der Polizei, ne? Lauf doch mal! Alter, die Steuerung ist voll komisch, Mann. Rechts. Das ist schön, dass du mir. Ich kann ein Foto machen, da kannst du mich noch mehr ansehen. Habt ihr das an dem? Wir haben doch schon wieder von. Ach, scheiße, ein Schuss. Scheiß Köter. Och, schon mal. So, ja, jetzt muss ich wieder helfen. Ja, guck mal, Eddie, jetzt hier. Ach, kommst du eh wieder? Pass auf.
Sag ich doch. Oder hat er deine Hand? Ich weiß nicht. Junge, so. Löffel. Im Wald, im schönen, also schönen mir, Wald. Also mir gefällt das Spiel sehr gut. Im Wald, in dem schönen Wald. Ja, ja, ich gehe jetzt, ich muss hier lang. Hier ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse. Du musst da hoch, du Kobold. Ja, ich hab vor 20 Minuten immer gut. Immer erst reden. R2. So, das war jetzt L1. So. Die fordern mich ja hier richtig mal. Wir brauchen mehr Licht hier drüben, ich will überhaupt nicht. Guck, das ist manchmal, muss man L2, manchmal muss man L1 drücken. Das ist echt komplett, also tödlich quasi. Aber man sollte das eigentlich schaffen, Luca. Ich bin ein Stein, ihr seht mich nicht, ich bin ein Stein. Bin ich eigentlich ein toller Stein? Guckt ihr mich nicht. Du bist echt ein toller Stein. Du bist so blöd, ne? Guckt ihr mich nicht gesehen? Ich hab voll, oh, ich hab R1 gedrückt. Polizei? Nein, ist nicht Polizei. Sind Sie der Pizza-Service? Ich hab Hunger. Mach schon einen. Was? Nochmal. Ich dachte, vielleicht sind Sie der Pizza-Service. Endlich. Komm, echt, lass die Auto explodieren. Gottverdammter Regen. Sieht nicht aus, als ob es jemals wieder aufhört. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Diesmal wiege ich kein Selbstmord. Das Klo springt im Berg runter. Was muss ich jetzt hier machen? Ich doch wer selbst. Willst du hin, Mike? Hey! Was machst du denn da drin? Echt guter Fahrer. Ich mach mir gar nichts. Das ist das Geile. Okay, Mike. Das reicht jetzt. Bist du fertig gefeuert? Schöne Scheiße. Ja. Der Motor ging an mir. Guck mal, ist das so ein 10-jähriges Mädchen? Geht das am Mutter? Auf dem Rad drauf? Ich
Scheiße. Ja, natürlich gibt es einen Heli. Junge! Weltmeister. Du fährst immer gegen die Wand! Alter, was, hier gibt's keine Wände? Ja, das ist ja das Geile, weil du automatisch, wenn du gegen die Wand fährst, zurück auf die Bahn geschleudert wirst. Sind Sie jetzt der Pizza-Service? Wollt ihr meine Freundin sein? Was lachst du, Junge? Bist du blöd? Ja, jetzt musst du dir riskieren. Du musst jetzt riskieren, Luca. Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden? Bist du bereit? Mmh. Jetzt geht's rund. Los, geht's. Los, mach schnell. Ich kann mich super anfangen. Leute. Oh, ich jetzt wieder nicht Feuer einstellen! Bedank dich mal. Das ist bei der Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Sie fährt nach Bakertown. Ich weiß jetzt, dass es auf dich aus dem Gesicht guckt. Komm, Alter, komm, ich mach euch alleine fertig. Ihr seid keine Freunde, ihr seid keine Freunde, Mann. So, die Rumpel weg. Endlich. Wenn das nicht gemacht hat, weiß ich auch nicht. Den kannst du übernehmen. Warte mal, ich spiele. Würde ich nie tun. Nein, Aiden, das ist mein Versteck, nicht die Autos. Ja, Verstärkung! Feuer einstellen! Es ist vorbei, Agent Holmes. Es ist erst dann vorbei, wenn ich es sage. Bring ich den gerade um? Wir müssen was unternehmen! Er erstickt! Scheiße, er erstickt! Das Feuer einstellen! Müsst ihr machen, ne? Ein Krankenwagen! Einen verdammten Krankenwagen! Halte die Position! Und uns. Wo ist der im Auto? Klar. Sie hat ihn getötet! Wir brauchen Verstärkung! Was soll das denn? Haltet die Position! Aiden, sie kommen!
Tür offen. Mach ich doch. Alles. Komm schon, mach die verdammte Tür auf! Hey. Wo sind sie denn? Helikopter. Der Fass. Ah. Mal gucken, was jetzt passiert. Kann ich die Pies gegen irgendwie in die Wand oder so. Yeah. Ja. Ach, die lebt auch noch. Sagen Sie ihnen, sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Hauptsache, ich bin das. Die sind auch alle tot, die können doch gar nicht in das mal Bescheid sagen, den anderen. Deshalb. Oh wei. Und zwar ein imaginärer Freund. Ich glaube, jetzt sind wir wieder Kind. Bestimmt. Unfassbar. Ja. Also man kriegt in diesem Spiel echt viele Trophäen. Oh, ein Teddy. Mein Teddy. Tschüss. Dickster Hund des Todes. Alter, auch Raffi, Mann. Mami. Es ist Weihnachten. Da ist aber jemand traurig. Hey Schätzchen, sitz doch nicht den ganzen Tag am Fenster rum. Willst du nicht was spielen gehen? Was wickeln? Aber irgendwie finde ich das Spiel ist irgendwie so ein Psychospiel ein bisschen auch. Ein bisschen, keine Ahnung. Wie soll ich das am besten? Aber was Besonderes. Es ist was anderes ist jedenfalls. Natürlich. Okay, wenn, du hast jetzt noch nie Heavy Rain gespielt. Wenn du gleich, also wenn du jetzt mal Heavy Rain spielen würdest, dann würdest du sehen, dass es quasi genau Jody? Gleich ist. Es wo gehst halt du hin? Es geht halt um Story und so. Nirgends. Ich wollte nur rausgucken. Also, Leute, wenn ihr sowas eigentlich mal ein bisschen mehr wollt, könnt ihr das mal ja in die Kommentare schreiben, weil dann mache ich mal ein bisschen mehr was mit dem Yannick hier. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal Heavy Rain machen. Ja, klar. Wenn ihr Lust habt. Weil der Yannick hat das auch mit. Also, ja, er hat klar. Das Spiel auch. Also, das wäre kein Problem. Aber erstmal wollten wir erstmal das jetzt erstmal durchziehen auch. Also, es kommt jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, vielleicht ich mal gucken, ob ich das jetzt jeden zweiten Tag irgendwie so hochgeladen bekomme. Also, immer abwechselnd so mal was anderes, dann mal das. Ja, also ich bin jetzt, also ich schlafe heute bei Luca, deshalb versuchen wir relativ viel zu erspielen. Also aber wir dann treffen wir dann, uns dann einfach nochmal. Weil wenn wir das Spiel jetzt halt nicht vollständig haben, dann werden wir uns eh die Tage nochmal treffen oder so, oder halt in der Woche. Wir sind ja auf der reichen Schule. Deshalb hat man auch jeden Tag, also täglich dann Kontakt. Ja. Ja. Also ich hätte echt mehr Bock, also ich hätte echt schon Bock mehr mit dir zu machen. Macht mir auch sehr viel Spaß. Und wenn wir dann so behinderte Scheiße spielen, mehr Scheiß. Kannst du eigentlich drei drücken? Kann ich irgendwas machen? Sollen wir es kaputt machen?
Wollen wir einen Brief schreiben? Komm, wir schreiben einen Brief. Für an wen denn? Wir kennen doch keinen. An den Weihnachtsmann. Ich schreibe jetzt einen Brief an den Weihnachtsmann. Ich will doch nicht mit diesem scheiß Stift aufheben, Mann. Egal, ich schreibe doch keinen Brief an den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann muss warten. Komm, jetzt geht mit. Wir gehen jetzt baden. Oder halt nicht. Interesting. Oh. Du musst F4 gedrückt lassen. R1. Wow. Wow. Scheiße, was war das? Alter. Vielleicht war das ja dieser Geister. Vielleicht. Ey, oha, wenn Alien so aussieht. Tschüss. Gar kein Bock mehr, dir zu zocken. Dann sollt ihr sich mal zeigen, Alter. Viel geiler. Geh raus. Hau einfach ab. Ich kann nicht raus. Was soll ich eigentlich machen? Irgendwas spielen oder so, meinte die doch. Soll ich den Weihnachtsmann so ein bisschen abfackeln? Ist das auch spielen? Klar, kleine Kinder laufen noch mit Feuerzeug rum. Da ist doch ein Ofen. Genau, neben. Red mit deiner Mama. Geh mal zu dir, vielleicht kannst du mit der reden. Jordi, Schatz, ich muss jetzt Essen machen. Nochmal. Fuck dir einfach. Hey, was ist los? Nichts. Ich wollte nur mal knuddeln. Oh. Bitch. Jetzt besser? Nee, ich weiß. Okay. Fuck sie weiter, bitte. Schuhe, mach einfach mal. Geh nur hin. Kann ich nicht bewegen. Doch. Jetzt geh. Einfach nur mal. Kann ich nicht mehr. Warte, kann ich nicht mehr machen. Kann ich mir so ein Küchenmesser mal ausleihen? Tschüss, was willst du? Von was du träumst? Oh nein. Was ist denn? Achso. Was husten? Das war jetzt auf der Vorschläge. Geh doch mal hoch, oder? Ja, okay, dann. Guck jetzt fern, ey. Auch nicht. Ja, Lukas. Setz doch mal hin. Und jetzt drück zur Seite. Mach ich. Ja. Oha. Was ist oben? Also, ich jetzt. Kreis. Kannst du umschalten. Nee, wegdrücken. Kannst du umschalten. Das. Und noch nach oben gehen? Ja. Jody, Schätzchen, tust du mir einen Gefallen? Holst du mir bitte eine Flasche Öl aus der Garage? Klar, kein Problem. Ist kein Problem. Geh raus. Jody, wo gehst du hin? Nirgendwo. Hä? Ich mal ausgucken. Fühlst du dich blöd? Die will uns dribbeln, Alter. Die wollte uns. Gehst bitte raus, holst du eine Flasche Öl aus der Garage. Wir gehen raus. Jody, wo willst du hin? Mal gucken, ob ich hier raus kann. Nein, kannst du nicht. Du musst raus. Da, die weiße Tür. Welche weiße Tür? Da, die weiße Tür. Das ist nebenan Garage. Boah, bin ich gut. Licht an. Tenenschuss. Ja, damit beenden wir auch wieder diesen Part 3. Und ja, wo sich die Flasche Öl in der Garage befindet, werden wir im Part 4 erfahren. Willst du nicht Tschüss sagen? Okay, ja. Ruhig. Okay, Leute, das war's dann auch von mir aus. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ciao.